Ob die Quadratmeter-Methode eine gute Möglichkeit ist, um den Hauspreis zu bestimmen, das erfasst in dem Video. Nun, woher kommt eigentlich dies mit dem Quadratmeterpreis? Es ist eine schnelle Möglichkeit, wie man einen Hauspreis ermitteln kann. Den Quadratmeterpreis sagt man oft zum Beispiel, wenn du eine Wohnung mieten möchtest, wenn es irgendwelche Indexe gibt oder wenn man was abschätzen möchte, wie viel kostet sowas, ist das eine gängige Methode, was man oft liest. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich oft in die Beratungsgespräche gefragt werde, was der Quadratmeterpreis für so einem Haus ist. Oder ob ich nicht schnell das Angebot sagen kann, was das Haus mit der und der Größe kostet. Was die Leute dabei vergessen ist, dass der Quadratmeterpreis ja eine fiktive Zahl ist. Es ist ja nicht so, dass wir, wenn wir ein Haus kalkulieren, mit Quadratmeterpreisen rechnen, ausgenommen jetzt gewisse Teilbereiche, wie jetzt zum Beispiel Bodenbelege oder sowas. Warum macht man sowas nicht? Es ist eigentlich logisch, wenn man genau darüber nachdenkt, zum Beispiel eine Haustüre, die brauchst du in der Regel einmal im Haus. Wenn ich das in einen Quadratmeterpreis mit einrechnen darf, dann habe ich vielleicht zu viel oder zu wenig von dem Haustürpreis im Haus irgendwann drin. Der Quadratmeterpreis kann ja, wenn dann nur ein Durchschnitt sein, der wo von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein wird, der wo sogar beim Hersteller von Haustyp zu Haustyp unterschiedlich sein wird. Man wird schnell feststellen, dass ein kleiner Bungalow einen viel, viel höheren Quadratmeterpreis hat, wie wenn ich ein mehrgeschossiges, großes Haus baue. Ist eigentlich logisch, weil ich, wie zum Beispiel die Haustür, bei einem Quadratmeterpreis von einem kleinen Bungalow einen höheren, eine höhere Gewichtung hat, wie bei einem mehrgeschossigen Haus, wo ich, sagen wir mal, die Haustür kostet 3000 Euro und ich hätte jetzt 100 Quadratmeter, dann hätte ich 30 Euro bei jedem Quadratmeter für die Haustür mit drin. Wenn ich aber mehr Quadratmeter habe, dann ist ja der Betrag für die Haustür wesentlich weniger. Ist es dann überhaupt sinnvoll, noch Quadratmeter zu rechnen? Man kann es für Zwischenrechnungen anstellen. Wenn ich zum Beispiel ein Haus habe, das was 150 Quadratmeter hat, jetzt möchte ich wissen, was kostet das Haus mit 170 Quadratmeter, kann ich natürlich den Preis geteilt durch 150 mal 170 nehmen und habe eine grobe Richtung, wo der Preis hingeht. Wäre aber natürlich nicht der Preis sein. Wie machen wir es mir? Ja, wir schauen uns das ganze Haus an. Es kann ja auch sein, wenn ich das Haus vergrößert, gewisse Situationen entstehen, wo es das dann sogar noch mehr teurer macht. Wenn ich das Haus in der Länge und in der Breite größer mache, wird ein anderer Mehrpreis entstehen, wie wenn ich das Haus gleich lasse und mache einen erdgeschossigen Anbau daraus. Im Endeffekt werde ich vielleicht sogar die gleichen Quadratmeter haben, aber es ist baulich einfach eine andere Geschichte. Das nächste ist die Ausstattung. Habe ich viel Ausstattung, habe ich wenig Ausstattung? Wie berücksichtige ich den Quadratmeterpreis? Wenn man ein Auto kauft, geht es in der Regel auch nicht nach Quadratmeter und Kubikmeter, sondern nach Modell, also Größe und dann welche Ausstattung das man hat. Das heißt, im Endeffekt, um ein konkretes Angebot, wo es rechnet ist, kommt man eigentlich nicht drum rum. Vor allem, es dreht sich da um so große Zahlen, dass eigentlich jede Pauschalisierung, die Genauigkeit, wo es mir weggenommen wird, sich ja extrem stark widerspiegelt im Preis. Ist es jetzt eine gute Methode, über einen Quadratmeterpreis die Kosten von einem Hausbau zu ermitteln? Nun ja und nein. Für erste grobe Abschätzung, was ein Haus kostet, ist mit Sicherheit sinnvoll, dass man schon mal grob in diese Richtung geht. Wenn es aber dann ganz konkret wird, ich möchte Haus bauen, brauche ich ein konkret errechnetes Angebot, dass ich genau die Zahlen weiß. Weil, wie gesagt, es dreht sich um große Summen. Und manche Finanzierungen sind relativ eng geschnürt, manche nicht. Ich muss aber in jedem Fall wissen, was das kostet, weil vielleicht möchte ich mir noch gewisse Zusatzwünsche erfüllen und in jedem Fall, ich muss wissen, was das ganz genau kostet. Bei der Ermittlung von so einem genauen Hauspreis kann ich natürlich behilflich sein. Dass du deine Zahlen genau kennst und für Finanzierung einreichen kannst, kann dir gerne ein Angebot zusammenstellen. Trag dich jetzt auf zink-fertighaus.de für kostenlos Beratungsgespräche und wir schauen mal, wie ich dir helfen kann. Ein Link findest du in der Videobeschreibung oder in die Kommentare.